Freunde! Willkommen zurück, Freunde! Ich bin wieder da und habe euch diesmal wirklich ein bisschen was Neues mitgebracht. Einmal, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber die Bildqualität sollte besser sein, denn ich habe mir eine Kamera gekauft und auf dieser Seite hinter euch steht das, was ich euch schon angekündigt habe. Und zwar, ich zeige euch jetzt mein neues Auto und dafür würde ich sagen, Porn ab! Kleiner Porn, wir sind jetzt fertig und ja, das ist mein Lexus IS 200. Wer vielleicht ein bisschen was über den Lexus IS aus der Generation weiß, weiß, dass es auch noch einen Lexus IS 300 gab, also den Motor mit 2JZ. Nicht den gleichen wie in der Supra, weil der hatte ein Turbo, den gab es hier nur als Sauger. Und ich habe auch keinen Bock auf den hohen Verbrauch und das Automatikgetriebe vom IS 300, obwohl natürlich mehr Hubraum immer gut ist. Außer bei den aktuellen Spritpreisen. Wir haben hier natürlich auch unsere grandiose Begleitung, die ganze Zeit Bock hatte, den Porn zu sprengen. Aber ich denke, Pauline, können wir das verzeihen. Wir haben hier den IS 200 im Baujahr 2003. Das heißt, den Sportcross gab es ja auch nicht vor dem Facelift. Das heißt, wir haben hier schon ein bisschen Facelift-Kram und so Stuff dran. Was gleich auffällt, ist natürlich, wir haben auch natürlich ein paar Mängel. Ne? Es ist ein gebrauchtes Auto. Ne? Wir haben einmal natürlich die etwas matten Scheinwerfer, die werden aber natürlich als allererstes gemacht jetzt, weil der TÜV ist fällig und ich glaube, der hat da was gegen, wenn die so ein bisschen matt sind. Ich habe außerdem den Kühlergrill, der schon ein bisschen fertig war, nochmal mit Plastidip matt schwarz gemacht, so dass es nicht mehr so ganz ranzig aussieht. Wir haben außerdem hier den schönen Rost. Apropos Rost, die Dinge haben auch gerne mal am Schweller ein bisschen Rost. Der wurde aber bei mir schon behoben. Das habe ich gleich machen lassen. Das brauchte ich euch aber nicht zeigen, weil jetzt habe ich einfach wunderschöne Schweller, die hoffentlich nicht mehr rosten. Wir kommen natürlich auch dazu, was den Sportcross vom normalen IS unterscheidet. Wir haben hier das Heck ist natürlich jetzt ein Kombi, ein kleiner Kombi, aber es ist immer noch ein bisschen praktischer als die Limousine. Und neben der anderen Frontstoßstange hatte der natürlich auch im Gegensatz zum IS 200 Limousine ein schon etwas mächtigeres Endrohr. Das gefällt mir persönlich auch sehr gut, deshalb weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt ändern will. Aber wir haben auch überall so ein bisschen Lackprobleme. Also, falls jemand von euch Bock hat, mein Auto komplett zu lackieren. Nein, kleiner Spaß. So weit sind wir noch nicht. Aber wir kommen natürlich dazu, was ihr schon wisst. Ich habe nämlich die Haubenlüfter mit euch zusammen schon neu gemacht. Und wie ihr seht, das funktioniert immer noch wunderbar. Wir haben eine wunderschöne, helle Lederausstattung. Was natürlich auch bedeutet, dass das alles sehr pflegeintensiv ist. Man sieht hier vom Vorbesitzer überall so ein bisschen Flecken und dunkle Punkte. Deshalb kommt das Ganze natürlich auch noch zum Aufbereiter, weil ich lasse lieber einen Aufbereiter das Ganze machen. Die Reinigungsmittel habe ich nicht, da weiß ich nicht, was kommt dahin, was muss ich wirklich genau machen. Deshalb lasse ich das lieber einen Profi machen, als dass ich da irgendwie rumfusche und am Ende mehr Schaden mache, als irgendwas zu erwirken. Wir haben natürlich hier auch die coolen doppelten Böden, da kann man das natürlich auch nochmal tiefer legen, sozusagen in den Kofferraum, aber so habe ich eine schöne ebene Ladefläche und hier
meine Klappe mit allem, was die Polizei so sehen will. Ich weiß doch nicht, ob sie so richtig auf eine Fahrradluftpumpe stehen, aber Warndreieck, Verbandstasche und Warnweste, da weiß ich wenigstens immer, wo es ist. Genau. Ich habe mich jetzt mal in den Innenraum gesetzt, also hinten hin. Und hier hinten hat man natürlich auch einen schönen Platz und ihr seht links und rechts von mir schon, warum ich das auch nicht selber machen will. Hier in dem Auto haben wir weißes Leder, also beiges Leder, was ich sehr schön finde. Ist natürlich wirklich auch ein bisschen intensiver, aber dem geht es sogar relativ gut. Wir haben hier Alcantara und vorne sehen die Sitze ein bisschen schlechter aus. Wenn man mal guckt, sieht man hier wirklich den Verschleiß des Alcantara. Und bin ich ganz ehrlich, das möchte ich wieder schön haben. Auch da sind Flecken drauf. Deshalb hoffe ich einfach, dass der Aufbereiter das gut hinbekommt. Und jetzt kommen wir nochmal zum Besonderen, was vorne auch ist. Dafür setze ich mich aber nochmal nach vorne. Die Karre ist natürlich auch hier dreckig und ja, ist einfach alles auch, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, das ist alles so ein bisschen dreckig. Aber das soll nicht das Problem sein. Wir haben hier erstmal das Lenkrad. Ich weiß nicht, ob ihr die Form erkennt. War damals in vielen Toyotas verbaut, unter anderem auch der Supra. Es gibt also noch mehr Gemeinsamkeiten mit der Supra, wenn man mal vom Grundsätzlichen ausgeht, dass es auch den 2JZ ohne Turbo in der Supra gab, genauso wie hier. Wir haben das, was viele mit dem Auto vielleicht auch verbinden, die es kennen, den besonderen Tacho, der an ein Schweizer Uhrenwerk erinnert. Etwas, worauf man sehr gerne guckt. Das Einzige, worauf ich gerade aktuell nicht gerne gucke, ist diese Anzeige. Bei den aktuellen Spritpreisen macht das natürlich Spaß, wenn die Spritnadel sich da immer so um die 10 einpendelt. Wir haben hier Holz. Es ist nur da. Das Holz ist nur da. Es ist nicht, nirgendwo anders. Es ist bloß um die Fensterheber rum. Mich stört sich. Ich habe kein Problem mit Holz und ich finde, es passt auch gut mit diesem hellen Alcantara und so. Deshalb werde ich das wahrscheinlich nicht ändern. Ich finde auch diese Lautsprecherabdeckung schöner als die anderen, die es gab. Die waren dann komplett Plastik mit so einer Querstrebe drüber. Die, finde ich, sehen noch schön hochwertiger aus. Zu den Sitzen, wo ich ja schon gesagt habe, dass die ein bisschen, naja, wo das Alcantara halt schon ein bisschen älter geworden ist, gibt es einfach was, was ich vorher noch nie hatte. Wer mich kennt, weiß, ich hatte vorher einen Honda del Sol. Und elektrische Sitzverstellung mit zurück, vor, hoch, runter und sogar ankippen, daran war gar nicht zu denken. Also ich glaube, wer die Autos kennt, kann verstehen, weshalb das für mich ein echter Segen ist. Dann haben wir hier auch endlich mal ein paar mehr Gänge. Aber wie ihr euch denken könnt, wenn ich euch sage, dass das Auto viel verbraucht, das Auto hat ein sehr kurz übersetztes Getriebe, was bedeutet, dass man durch die 6 Gänge nicht wirklich Sprit sparen kann. Der Schaltknauf, den ihr hier seht, das ist eine der Sachen, die mich noch mit am meisten stört. Den habe ich in meiner Hand, er ist relativ klein und ich hatte im Del Sol so einen schönen Aluminium- oder Metallhandschaltknauf und den hätte ich gerne wieder und da warte ich gerade noch auf einen guten Kumpel, den wir vielleicht auch noch kennenlernen werden in einem der Videos, denn der hat auch ein geiles Auto gebaut. Also das heißt auch, ich habe ja hier noch nichts gebaut, aber der hat einfach ein geiles Auto gebaut, da habe ich auch ein bisschen dran mitgemacht. Den werden wir auch noch kennenlernen und der kümmert sich vielleicht darum, dass ich einen schönen Schaltknopf bekomme. Dann haben wir natürlich das wunderbare Nokia, was hier einfach dazu dient, dass ich die Freisprecheinrichtung nutzen kann, die hier original drin ist, weil ich keine Lust habe, das rauszubauen, dann habe ich irgendwelche Löcher, dann nutze ich es lieber, das Handy war nicht teuer, ihr seht, vielleicht ist es sogar, es zeigt den Akkuladestand an. Dann haben wir hier, neben meinen geilen Schuhen, das sind die Arbeitssicherheitsschuhe übrigens, ihr kennt die sicher aus anderen Videos auch, von anderen YouTubern, wir haben hier die Taste, die den Spaß mit dem Hinterradantrieb und dem Sperrdifferenzial freisetzt sozusagen. Und eine Taste, die genau das Gegenteil macht, die kümmert sich so ein bisschen darum, dass die Leistung ein bisschen sanfter abgegeben wird und das ESP ein bisschen sanfter agiert. Ist gar nicht schlecht, wenn man wirklich im Schnee fährt und vorankommen will.
Sitzheizung ist auch sehr angenehm. Hatte ich vorher auch noch in keinem Auto. Gibt zwar nur eine Stufe und das ist volle Pulle, aber mein Rücken wird warm, mein Arsch wird warm, was will ich mehr? Eine weitere Sache ist natürlich das Radio. Ihr seht hier 6-Disc-CD-Changer. Und das ist auch der einzige Mangel am Auto, die einzige Sache, die nicht funktioniert. Denn wir haben bei Disc das schöne Problem. Da nochmal das tolle Handy. ja, wir haben hier das tolle Problem, dass der 6-Disc-CD-Changer nicht funktioniert. Ihr seht, er soll eine Disc auswerfen und naja, da hat er eigentlich relativ wenig Bock drauf. Also das CD-Laufwerk funktioniert nicht. Ist, fokussier bitte Kamera, ist jetzt aber auch nicht so schlimm, weil genau, ich höre sowieso nur Kassette, ich mach's mal wieder aus und dafür habe ich hier eine wunderbare Bluetooth-Kassette. Die war nicht teuer und ist leichter als mir jetzt ein anderes Radio aus China oder so reinzuballern, was dann sowieso nicht hält. Ist ganz nice. Das Einzige, was ein bisschen störend ist, da ist eine übel helle LED dran. Da habe ich jetzt schon einen Paketbrand drüber gemacht, damit sie mich nicht jedes Mal einfach ins Gesicht blendet und ich denke, dass ich geblitzt werde. Da kriege ich Traumata. Wenn ich diesen Blitz sehe und nachts fahre, werde ich ganz wuschig. Ja, sonst ist dieses Radio nichts Krasses. Cool ist noch, dass ich hier eine Klimaautomatik habe. Kennt ihr aber sicher auch. Mit Heckscheibe, Spiegel und, was man nicht sieht, unten in der Scheibe, ihr seht, hier sind keine Heizdrähte drin, aber unten in der Scheibe sind Heizdrähte, damit die Scheibenwischer im Winter nicht festfrieren und man das trotzdem benutzen kann. Das Navi ist natürlich ein bisschen älter, aber ich finde es trotzdem mega nice. Ja, man hat hier halt so ein paar richtig nice Sachen in dem Navi. Das ist halt was Besonderes für die Zeit. Das war damals einfach noch was ganz Besonderes, so ein Bildschirm, der aufklappt. Jeder, der ein Audi fährt, denkt sich jetzt, her, das dachte, hab ich nur. Nein, 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 ich hab das auch. Bin sehr froh drüber. Und die Tante, die navigiert, ist eine sehr freundliche Tante. Ich mag die Tante sehr gerne. Hier haben wir auch noch ein geiles Feature. Hier seht ihr auch mal. Hallo. Das ist ein automatisch abblendender Innenspiegel. Auch sehr nice, muss ich sagen. Bringt mir auch viel Freude, weil ich mich einfach nicht mehr darum kümmern muss, wenn irgendwelche Leute mit ihren Scheinwerfern mich blenden, dass ich dann halt mich selber darum kümmern muss und das Ding abblenden. Das macht er einfach selber, denkt man gar nicht mehr drüber nach. Übel nice. Und jetzt gehen wir nochmal dazu, was das Ganze nach vorne bewegt. So, und da haben wir auch schon das Aggregat, was das Ganze hier nach vorne bewegt. Der Aufkleber ist zwar nicht von mir, aber er ist trotzdem wahr. Das ist wirklich aus Japan ein Auto. Es ist ein rein 6-Zylinder mit 2 Litern Hubraum. Es ist der, warte, sieht man's? Es ist der 1G FE. Wir haben hier sogar Teile der begehrten VVTi-Abdeckung. Die werden einfach spröde, reißen und fallen dann ab. Aber ein bisschen davon habe ich noch. Hier habe ich schon eine kleine Modifikation vorgenommen. Hier drunter ist nämlich ein K&N-Luftfilter, einfach weil man den wiederverwenden kann. Es klingt ein bisschen schöner und bringt den 6-Zylinder-Klang ein bisschen mehr zum Vorschein. Das ist sehr angenehm. Sonst haben wir hier natürlich alles TÜV-konform, eine serienmäßige Abgasanlage, ohne viel Sachen, die man jetzt noch zeigen kann. Der Motor hat eine variable Nockenwellenverstellung, wie wir hier schon sehen. Und hier unten passiert auch noch ein bisschen Zauber, dass einfach die Ansaugwege ab 4000 Umdrehungen nochmal umgeschaltet werden. Das ist auch eigentlich ganz nice, weil man dann da nochmal ein bisschen mehr Schub bekommt. Der Sound ändert sich nochmal und da freut sich doch das Herz ein bisschen drüber, ne? Hier ist übrigens auch Xenon, weshalb wir hier auch eine Scheibenwaschanlage haben. Wir sehen hier natürlich viele, viele Mitfahrer, die sich bei mir im Einnisten wollten, aber die es leider ein bisschen schnell getroffen hat. Das tut mir sehr leid für die. Xenon-Scheinwerfer sind für mich aber auch ein Segen, weil der Honda hatte sozusagen gar kein Licht und Xenon ist dagegen halt schon wirklich ein richtiger, richtiger Segen. Ich glaube, bei dem Video muss ich gar nicht so viel schneiden und deshalb weiß ich auch, dass das Video schon relativ lang ist. Ich würde sagen, fahren, das machen wir das nächste Mal, weil ich brauche ja irgendwelche Videoideen, damit ich euch auch was zeigen kann. Weil fahren, das machen wir jetzt nicht. Das
machen wir später. Vielleicht mache ich das sogar noch heute, aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Und deshalb sage ich erstmal tschüss. Es ist hell.